Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier sitzt nun der versprochene zweite Teil des Röder-Testschießens von 2024. Ich möchte auch heute weniger reden, denn am Schluss kommt mein Fazit noch zu dem ganzen Testschießen. Da habe ich meine schöne Liste hier in der Hand. Da werde ich euch noch ein paar Sachen sagen, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich möchte aber hier noch mal ganz kurz darauf hinweisen im Persönlichen. Einmal Like da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts, was noch in Zukunft kommt. Und noch hier kurz der kleine Hinweis. Ich habe unten in der Beschreibung einen Link, einen Partnerlink zur Firma Röder. Wir sind jetzt im Oktober. Ihr könnt noch bei Firma Röder bestellen und vor allen Dingen schnell sein, weil es einige schon sehr, sehr vergriffen. Gibt schon nicht mehr viel. Funke zum Beispiel ist dieses Jahr sowieso sehr, sehr mau. Da gibt es fast nichts mehr. Also schlagt auf jeden Fall noch zu. Wenn ihr das unter den unten stehenden Link machen würdet, würde mir das sehr freuen, weil ihr unterstützt mich da ein bisschen. Ihr zahlt keinen Cent mehr bei der Firma Röder, aber ich kriege einen kleinen Prozentsatz als Provision von eurer Bestellung. Also gerne unten mal in die Beschreibung reinschauen und dann darüber bestellen, wenn ihr das noch dieses Jahr machen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und was ich im ersten Video ganz vergessen habe, ich werde auch unten in der Beschreibung noch meinen Link zu der Liste des Testschießens verlinken. Dann könnt ihr euch da die Liste runterladen und auch selber dann nochmal anschauen bzw. ausdrucken und reinschreiben, wie auch immer, wie ihr das wollt. Aber das verlinke ich auch unten nochmal in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Teil 2 des Testschießens. Da starten wir eben bei den Verbundfeuerwerken. Und die F3 Sachen sind da mit dabei. Und wie gesagt, am Ende kommt noch das Fazit von mir. Ansonsten bis später. Jetzt gehen wir über zum Verbundfeuerwerk. Und wir starten auf der Position 65 mit einem Verbundfeuerwerk Röder, das wir schon seit letztem Jahr im Programm haben. Aus den Niederlanden von Gesha bzw. Rubro. Die Event Orange Dragon Box.
Tja, schon. Thank you.
ist leider was stehen geblieben. Ihr habt es gemerkt, auf der rechten Seite hat was gefehlt und damit ging die Zündung auch nicht weiter. Das ist der Grund. Das ist Interruptus, ja. Erst ist man viel zu wollüstig und zu leidenschaftlich und dann aus. Ja, jetzt zweite Zündung von hinten wahrscheinlich. Die Lache kannst du nicht kaufen. Ja. Ich brauche das erst Klingelton. So, und unser Notfall-Eingreif-Team ist bereits im Bett. Oh, jetzt ist es. Ja, leider auch hier kurzer Aussetzer, aber ihr konntet euch ein Bild machen. Jetzt gerade sind wir schon bei der letzten Position der Verbundfeuerwerke, Kategorie F2. Von, kannst du sagen?
Was? Von? Von? Wo ist, ich kann nicht... Rakio. Oh ja, Rakio, Verbundfeuerwerk Dubai. So, jetzt haben wir noch was für Inhaber der Erlaubnis nach § 27 bis F3 oder natürlich auch darüber. Ein paar Artikel aus der Kategorie F3, ein bisschen größeres Kaliber. Von Piromax auf der Position 83, No Limits, eine 50 mm Batterie.
So, das war's mit unserem regulären Programm der Produktshow für 2024. So, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Testschießen gefallen und habt da vielleicht ein bisschen das eine oder andere mitgenommen. Ich möchte jetzt noch die kurze Zeit am Schluss dazu nutzen, euch meine persönliche Meinung zu sagen und ein kleines Fazit zu ziehen. Das Fazit nehme ich gleich mal vorweg. Ich muss mal wieder bei Röder Danke sagen für so ein tolles Testschießen. Die geben sich da immer wirklich sehr, sehr viel Mühe, muss man sagen. Ist immer gut gestaltet. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Jahr in Folge, wo sie in Höchstadt an der Aisch sind. Also nicht mehr bei Röder auf dem Firmengelände, sondern eben ja, ein paar Städtchen weiter. Aber auf einem riesengroßen Gelände, wirklich sehr, sehr gut erreichbar, muss man sagen. Parkplätze eigentlich genug, hat man noch nie Probleme. Und wie gesagt, Gestaltung, es gab immer was zu essen. Natürlich nicht umsonst, hier auch nochmal kurz darauf hinzuweisen. Aber trotzdem gutes Essen, muss man sagen, jedes Jahr wieder dabei gewesen. Und ja, muss man einfach wirklich nochmal Firma Röder dafür danken, dass sie sowas überhaupt machen. Ist nicht selbstverständlich. Wenn auch gleich ich tatsächlich dieses Jahr ein kleines bisschen enttäuscht war von der Liste. Da waren ein paar Sachen dabei, wo mir jetzt nicht so gefallen haben, beziehungsweise ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, wie auch die letzten Jahre schon tatsächlich war. Aber nichtsdestotrotz, sie haben ja auch vorher schon gesagt, dass sie eigentlich viel mehr geplant hatten und auch andere Sachen geplant hatten, aber die einfach nicht rechtzeitig geliefert worden sind, weil es nach wie vor Probleme gibt mit der Lieferung. Genau. Und ja, aber nichtsdestotrotz war wieder ein gelungener Abend, war gut gestaltet. Auch die Führung, wie gesagt, sieht man jetzt auf meinem Video nicht, aber gerne mal auf die Röter-Page schauen, beziehungsweise den YouTube-Kanal schauen. Da ist das Live-Video von denen mit drauf, da ist auch dann die ganzen Ankündigungen und sowas mit drauf. Das machen sie auch immer sehr, sehr gut und sehr lustig gestaltet. Also es macht auf jeden Fall immer Spaß, dabei zu sein. Nochmal herzlichen Dank an Firma Röder, dass ihr sowas möglich macht. Ja, jetzt kommen wir zu meinem kleinen Fazit von den Sachen, wo geschossen worden sind. Ich muss sagen, so ganz krasse Enttäuschungen waren jetzt dieses Jahr nicht dabei. Wenn auch gleich viele kleinere Sachen jetzt nicht so unbedingt relevant für mich waren. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich da gar nicht irgendwie großartig schlecht reden. Wo ich ein kleines bisschen enttäuscht war, war die Firma Bothmer bzw. Pyroland. Da ist es, glaube ich, ein bisschen ungünstig gewesen. Da wurden meiner Meinung nach so ein bisschen die falschen Artikel geschossen, die tatsächlich nicht ganz so gut sind, finde ich. Da gibt es andere Sachen und wie gesagt, die haben auch coole Sachen dabei. Die wurden leider nicht geschossen. Also da war die Auswahl vielleicht ein kleines bisschen schlecht gewählt. Das würde ich tatsächlich so als einziges als so ein bisschen schlecht einstufen im Grunde genommen. Aber wie gesagt, also was besonders Schlechtes gab es tatsächlich dieses Jahr nicht dabei, wo ich irgendwie erwähnen muss. Ansonsten gab es wieder ein paar Überraschungen bzw. ein paar alte Bekannten. Ich glaube, zur Firma Funke brauche ich nichts sagen. Da gab es ein, zwei kleine Neuheiten, was die Ryzen Python zum Beispiel anging. Ein paar Single Rows waren dabei, waren sehr, sehr cool gemacht. Sehr coole Farben, wirklich extrem groß, extrem breit. Das war ganz cool. Die Cakes, wo mit dem gleichen Effekt sind, waren sehr, sehr cool. Also muss ich auch echt sagen, mal live gesehen zu haben, macht nochmal viel, viel mehr Spaß als die YouTube-Videos, wo ich vorher gesehen habe. Dann muss ich tatsächlich sagen, ich habe bisher nie so wirklich für mein Beko auf dem Schirm gehabt schon, aber war eigentlich nie irgendwie, war für mich immer so ein bisschen der Discounter und nie so großartig was dabei. Aber da muss ich sagen, war ich tatsächlich von der ein oder anderen neuen Cake, was dieses Jahr dann eben Neuheiten sind, war ich tatsächlich überrascht. Mal wirklich kräftige Farben, also richtig, richtig cool. Mal ein besonderer Effekt, also da war ich tatsächlich überrascht, dass da coole Sachen dabei waren. Dann habe ich tatsächlich einen deutschen Hersteller, wo ich ganz besonders erwähnen möchte, Firma Blackbox. Habe ich schon länger auf dem Schirm und habe auch die ein oder anderen Sachen schon dabei gehabt. Da kann ich die Drummerhammer zum Beispiel tatsächlich hervorheben. Eine Fächerbatterie, geile Zerleger, mega laut, relativ schnelle Schussfolge, mega coole Effekte, mega breit. Also da muss ich tatsächlich wieder die Firma Blackbox sehr, sehr loben. Wird auch tatsächlich dann dieses Jahr bei mir im Feuerwerk mit dabei sein. Dann natürlich nicht zu vergessen die Firma Röder Eigenproduktion.
Da sind ein paar alte Bekannte dabei gewesen. Eine Schickeria, immer noch wahnsinnig cool. Hatten wir letztes Jahr bei uns im Feuerwerk. Auch hier wieder beim Festschießen. Sehr, sehr cool geworden. Dann gibt es zwei Neuheiten. Piratenschatz. Fand ich ganz cool. Aber noch besser fand ich die 80er Party. Auch diese wird dieses Jahr bei mir im Feuerwerk mit dabei sein. Echt eine coole Cake geworden. Schöne Farben wieder. Und die ist auch wieder mit der Firma Riakeo. Ich verbessere mich. Rakyao wurde dann eben auf dem Testschießen auch gesagt, dass sie eben nicht Riakeo heißen. Wusste ich bis dato auch tatsächlich nicht. War auch ganz interessant. Von Rakyao gibt es jetzt auch was Eigenes im Shop. Tatsächlich, also von der Firma selber, ohne die Firma Röder. Da war dann eben als Verbundfeuerwerk die Riakeo, sage ich immer, so gewohnt, Rakyao, die Dubai. War eine richtig, richtig coole Cake, beziehungsweise besser gesagt Verbund. Da war ich sehr, sehr überrascht, sehr cool. Ich glaube auch, die wird dieses Jahr auch bei mir mit dabei sein. Also ihr seht, Testschießen hat mir tatsächlich sehr, sehr viel gebracht dieses Jahr. Ja, dann habe ich noch eine kleine Überraschung tatsächlich. So, ich bin wieder zurück. Ist natürlich mal wieder ich und die Technik und meine Kamera. Wir lieben uns einfach tatsächlich. Jetzt war mein Speicher voll. Ich dachte, ich rede nicht ganz so viel, aber ich rede schon wieder wohl viel zu viel. Da war mein Speicher voll. Ja, halten wir dann jetzt noch zum Schluss auch ganz kurz. Wir waren stehen geblieben beim Verbund tatsächlich, wo ich sehr überrascht war. Was heißt überrascht? Leslie, ja, eigentlich schon länger auch auf dem Schirm. Ich muss tatsächlich sagen, von Leslie hatte ich tatsächlich, glaube ich, selber noch nie irgendwie was, sondern immer nur Testschießen gesehen. Und ja, die haben immer sehr coole Zerleger, sind laut und gefällt mir, aber irgendwie hat es noch nie irgendwie was, glaube ich, bei mir dann ins Feuerwerk geschafft. Dieses Jahr wird es, glaube ich, anders, weil wir haben die Leslie Parallel Universe gesehen. Ein großer Verbund, auch nicht ganz günstig mit 179,95, aber relativ lang. Ich glaube, es sind 70 Sekunden Brenndauer oder sowas und ja, Farben toll, Zerleger toll und wie gesagt, relativ lang und ja, hat mich tatsächlich echt imponiert. Also auch da muss ich tatsächlich sagen, Hut ab, also hat mir wieder was gezeigt beim Testschießen, was Cooles dabei gewesen. Ja, dann handeln wir noch ganz kurz Kategorie F3 ab. Da gibt es nicht viel zu sagen, bin ein bisschen enttäuscht von F3. Wir haben tatsächlich, ich habe ja meinen Schein, habe öfters mal schon F3 jetzt gehabt, auch große Cakes mit 50 mm. Ich muss sagen, das, was beim Testschießen geschossen wird, finde ich nie irgendwie so krass überwältigend. Einzig und allein die erste Cake, wo geschossen wurde, es war die Pyromax, die No Limits mit 50 mm. Ja, ich meine F3 50 mm, brauchen wir nicht dazu viel sagen. Das ist einfach mega, mega groß. Coole Zerleger, also die war ganz gut. Alle anderen, gerade von Nico, hat mich alles nicht überzeugt, muss ich sagen. Also da Thema F3, große Cakes. Bleibe ich, muss ich tatsächlich sagen, der Firma Funke, beziehungsweise die Iskra Line von der Firma Funke treu. Die ist einfach wirklich mega und hat mich bisher noch nicht enttäuscht, die wo ich bisher hatte. Ja, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt vielleicht auch mit dem einen oder anderen von mir nochmal was mit anfangen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wie schon erwähnt, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Freue ich mich genauso wie über ein Abo. Dann werdet ihr alles, was in Zukunft noch folgt, nicht verpassen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein.